Hallo Leute. Ja, das Wort von Aristoteles, dass der Mensch ein Zoon Politikon sei, lateinisch dann später auch ins Soziale, oder der Mensch ist ein soziales, ein politisches Wesen, das ist im Grunde etwas, was zur Allgemeinbildung gehört. Dieser Spruch, also weniger philosophisches Fachwissen, sondern Allgemeinbildung. Aber er sei hier einfach mal erklärt, da man ihn sehr, sehr oft hört, sicher auch in der Schule, aber auch in Zeitungen oder in anderen Bereichen. Was heißt das? Der Mensch ist ein Zoon Politikon. Nun, Aristoteles beobachtet die Umgebung, beobachtet sozusagen den Menschen und er stellt fest, dass der Mensch sozusagen eine Tendenz hat, sich zu vergesellschaften. Eine Tendenz hat zur Gemeinschaft, zur Polis. Der antike Polis, der antike Stadtstaat, eine enge Gemeinschaft. Der Mensch hat die Tendenz, sich zusammenzuschließen zum Staat. Das ist die Beobachtung von Aristoteles. Und im Staat kann der Mensch sich sozusagen voll verwirklichen. Auch mit seiner Gabe der Kommunikation, der Möglichkeit zu kommunizieren mit all seinen Fähigkeiten. Es ist nicht so, dass der Mensch nicht alleine leben könnte. Aber im Staat, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft kann er sich optimal verwirklichen und ausleben. Er verwirklicht in der Gemeinschaft sein Ziel, sein Telos. Es ist in ihm angelegt. Es ist in ihm eingepflanzt, zur Gemeinschaft zu streben. Und dort blüht er sozusagen auf. Wobei es natürlich dann wieder Einschränkungen gibt bei Aristoteles, dass er vielleicht doch lieber eher in der Zweiheit, in der Gemeinsamkeit mit einem anderen Menschen am meisten aufblüht. Aber das ist nun mal das allgemeine Verständnis von so einem Politikon. Also es ist nicht gemeint, dass der Mensch ein politisches Wesen ist, das ist etwas schwierig, sondern ein Wesen, das zur Gemeinschaft strebt, politisch im umfassenden Sinne. Mensch ist ein so einem Politikon. Das ist im Kern erklärt, worum es geht. Also eine sehr wichtige These, eine sehr bekannte These von Aristoteles, die man in jedem Fall kennen sollte. Ja, kurz und schmerzlos erklärt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal, erzählt es, dass es den Kanal gibt. Fragen zum Video gerne im Kommentarbereich des Videos. Aber wie immer, zum Thema und nicht zu Aristoteles allgemein oder irgendwelchen Vergleichen, da wird es halt immer schwierig, das dort so kurz zu erklären. Und ich sage wie immer, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.